Baujahr 1991, sucht einen neuen Eigner. Es ist ein sehr gepflegtes Schiff. Wir haben hier die Navigationselektronik, alles dran. Sauberes Cockpit. Die Pinnensteuerung wie üblich. Auch wenn man mal in die Bugskisten hineinschaut, es ist alles sauber und gepflegt. Zu sehen der Heizungseinbau. Selbstholende Winschen für die Schot. Und dann schauen wir einfach mal in die Kabine. Die übliche ETAP-Polsterung mit dem ETAP-Logo drin, als Rundsitzecke, der Tisch absenkbar, vorne noch zusätzliche Polster, sodass man die ganze Liegefläche hier auch noch über dem Tisch nutzen kann. Die Navi-Ecke mit einem Kartenplotter, Radio und allerlei Elektronik. Dann haben wir die übliche Nasszelle mit dem Nassabhängefach für Ölzeug, Waschbecken, Dusche. Und hier hinten haben wir eine großzügige Achterkajüte. Davor die Pantry, Kocher, alles picobello sauber mit Kühlschrank und Spüle. Das Schöne an der ETAP ist, dass wir einen Deckshauscharakter haben, wo man Rundumblick im Hafen hat, das sogenannte Hafenkino. Das ist gewährleistet durch die Panoramascheibe.